Hi, wir sind Nadja und Lukas und bereits seit über einem Jahr auf Weltreise. Zuletzt haben wir das Inselparadies Hawaii mit einem Campervan bereist. Unser nächstes großes Ziel ist Nordamerika. Doch bevor wir in die Natur Kanadas eintauchen, legen wir einen kleinen Zwischenstopp in Seattle ein. Seattle ist nicht nur die größte Stadt im Bundesstaat Washington, sie gehört auch zu den teuersten Städten der USA. Deswegen stellen wir uns in diesem Video der Herausforderung, Sightseeing in Seattle mit wenig Budget zu machen und zeigen euch, was ihr für kein bis wenig Geld in der Stadt sehen könnt. Wenn ihr hier in Seattle seid, dürft ihr einen Platz auf jeden Fall nicht auslassen und das ist der Pike Place Market. Der Market hat jeden Tag geöffnet und ihr könnt hier quasi von früh bis abends eigentlich den Markt besuchen. Wir sind jetzt einmal kurz drüber gelaufen und hier gibt es Blumen, Fischläden oder aber auch Delikatessen und wir waren jetzt auch in einem Delikatessenladen und haben uns hier so ein Olivenbrötchen geholt und eine Olivenpaste. Alles hat $7 gekostet, also ist auf jeden Fall nicht super, super günstig. Aber das werden wir auch gleich mal probieren. Wenn ihr früh genug hier seid, dann seht ihr sogar bei den Fischmärkten, wie die Händler teilweise die Fische von der einen Seite zur anderen Seite werfen. Und ich werde jetzt mal hier unseren kleinen Snack probieren. So, ich lasse mal schmecken jetzt. Mmh. Oh wow. Gut Knoblauch dran. Ja, super lecker. Das lassen wir uns jetzt als kleinen Snack auf so einer Sightseeing-Tour schmecken. Hier direkt am Pike Place Market gibt es auch noch ein anderes Highlight von Seattle. Und zwar ist es eine ganz berühmte Kaffeekette, die sehr leckeren, aber auch ziemlich überteuerten Kaffee anbietet. Jetzt wisst ihr bestimmt, was ich meine. Und das ist Starbucks. Und zwar nicht nur irgendein Starbucks, sondern der allererste Starbucks der Welt. Und das ist super cool, denn hier hat man sozusagen noch das alte Logo. Also es sieht ganz anders aus, als das, wie es jetzt aussieht. Auch noch innen drin, ist alles so ein bisschen auf alt noch gemacht, so wie es eben damals aussah. Und von unserer Lieblingskaffeekette können wir uns natürlich dieses Highlight nicht entgehen lassen. Die Schlange ist ziemlich lang, also auch heute an einem Montag ist die Schlange super lang. Ihr seht hier, geht es hinter mir noch komplett weiter. Also wenn ihr hierher kommen wollt, müsst ihr natürlich mit einer mega langen Schlange rechnen. Alle wollen einen Kaffee vom ersten Starbucks der Welt. Und auch wir stehen jetzt schon ungefähr seit 15 Minuten an. Ich glaube, wir stehen noch mal weitere 10 Minuten an und hoffen dann, dass der Kaffee genauso lecker ist wie immer. Vielleicht sogar noch ein bisschen leckerer. Wir haben jetzt unseren Kaffee bestellt und auch schon bekommen hier im ältesten Starbucks der Welt. 1912 hat der Laden hier eröffnet und eigentlich ist der Laden von drin relativ unspektakulär. Also es sieht eher so ein bisschen aus wie eine Laden- bzw. Handelsfläche, als ob damals der Fokus eher auf dem Handel mit Kaffee und auch Tee gelegen hätte. Ja, und den lassen wir uns jetzt schmecken. Es gibt hier sogar einen Special-Kaffee, den es nur hier gibt oder als Geschmacksrichtung, die es nur hier geben soll. Mal gucken, ob wir das rausschmecken, wir Kaffee-Experten. Naja, wir nehmen den jetzt mit und laufen noch ein bisschen über den Pike Market. Also wir müssen noch mal eine kleine Korrektur machen. Wir hatten einen kleinen Fail und zwar über der Tür stand der 1912 und wir dachten, dass das Eröffnungsdatum von Starbucks ist. Ist es aber gar nicht. Es ist 1971 und 1912 ist die Hausnummer des Ladens. Direkt am Marketplace auch noch dran ist ein weiteres, etwas skurriles Highlight von Seattle. Und das ist irgendwie gleichzeitig faszinierend, aber auch super eklig. Und das ist die Gum Wall. Wie ihr sehen könnt, kleben hier Millionen von Kaugummis an der Wand. Wir haben tatsächlich keine Ahnung, wie das Ganze hier angefangen hat. Wahrscheinlich hat irgendeiner einfach mal die Idee ganz witzig gefunden und hat hier angefangen, seine Kaugummis alle ranzukleben und andere haben mitgemacht. Wir wissen es nicht genau, aber wir finden es irgendwie ziemlich witzig. Wir waren gerade noch auf der Suche nach einem Laden, wo wir Kaugummi bekommen, eben für die Wand. Und Lukas meinte noch so, ey, das wäre doch voll clever, wenn hier irgendjemand einen Automaten aufstellen würde. Da war aber irgendwie keiner. Aber wir sind ein Stück weiter gegangen und schaut mal hier. Natürlich steht da direkt ein Automat. Die Amis sind ja nicht doof. Die machen natürlich auch ein Geschäft daraus. Und wir holen uns jetzt aus so einem Automaten ein paar Kaugummis. Ist das nicht richtig cool? Der ist so richtig oldschool, wie man es auch so kennt aus Kindheitstagen. Was aber anders ist, ist, dass man hier mit Karte zahlen kann. Ich kann jetzt einfach meine Kreditkarte ranhalten. Anscheinend. Und dann kommt was raus. Keine Ahnung. Ich probier's mal. Okay, er nimmt meine Karte erstmal nicht. Oh, jetzt ist was passiert, glaube ich. Jetzt hat er was genommen, mal gucken. Es hat nicht so ganz gut funktioniert, aber mal schauen. Okay.
Wo ist mein Kaugummi? Okay, also der Automat hat hier einfach meinen Dollar gefressen und es ist überhaupt nichts rausgekommen. Was für ein Scam. War richtig lieb. Zwei Frauen, die das gesehen haben, die sind dann vorbeigekommen und haben uns jetzt hier Hubba Bubba in die Hand gedrückt, weil es nicht funktioniert hat. Ist das nicht lieb? Richtig nett. So, perfekt. Dann halt so. Und jetzt da hier wieder weg. So lecker. Ich krieg direkt hier schon Krämpfe im Kiefer. Also klassisch und wie es sich gehört, hat mein Kaugummi natürlich nach genau 30 Sekunden komplett allen Geschmack verloren. Und jetzt würde ich ihn einmal an die Wand kleben. Und irgendwie finde ich, wenn ich das so länger betrachte, hat das auch ein bisschen was von Kunst, oder? Also auch in Berlin, glaube ich, würde sowas richtig gut ankommen. Es wäre wie Kunst einfach, würde teuer verkauft werden. Und ich klebe jetzt mein Kaugummi daran und versuche mich nicht so doll zu ekeln. Boah, das ist schon ganz schön eklig. Ja. Da. Ist das nicht schön? So, jetzt bin ich natürlich auch noch dran. Und ich werde mal hier so einen ekligen probieren. Man quasi das so lang ziehen kann. Na, nicht wirklich, aber jetzt klebt er da auch und wir sind beide Teil dieses riesigen Kunstwerks hier. Weg von der Gum Wall, also dieser Kaugummistraße, wo wir gerade waren, befindet sich die Waterfront. Und hier an der Waterfront habt ihr auch das Seattle Great Wheel. Hier könnt ihr, wenn ihr die Skyline noch mehr genießen wollt, als es ihr jetzt schon könnt, einmal eine Runde drehen. Das kostet euch aber $20 pro Person. Das werden wir jetzt heute nicht machen, da wir super Wetter haben und auch von hier schon einen total schönen Blick auf die Skyline, die wir jetzt noch von der Waterfront genießen werden. Nicht weit weg vom Stadtzentrum findet ihr auch die Space Needle und zwar diesen Tower hier hinter mir. Wir sind jetzt gerade mal hierher gegangen, um zu schauen, okay, wie teuer wäre ein Ticket hoch, und wir sind ein bisschen erschrocken, dass das Ticket doch so teuer ist. Für uns beide hätte das Ganze jetzt $93 gekostet und da müssen wir sagen, das lohnt sich nicht. Also der Turm ist gar nicht mal so hoch und wir sind überrascht, was man dann sehen soll. Also die Skyline haben wir auch schon von der Waterfront richtig gut gesehen und wir haben noch einen Platz, den wir euch auf jeden Fall auch zeigen wollen, wo man auch kostenfrei die Skyline noch sehen kann. Also von daher, wenn wir jetzt hier nicht hochgehen, wir werden jetzt hier noch ein bisschen rumlaufen, denn es gibt hier noch einige Museen zu sehen und dann werden wir mal gucken, ob wir vielleicht noch mal in ein oder anderes reingehen. Kommt aber darauf an, wie teuer die Preise sind. Nachdem wir jetzt kurz die Tickets für die Space Needle gesehen haben, sind wir hier noch so ein bisschen ums Gelände rumgelaufen. Ihr habt sogar noch das Pacific Science Center, ihr habt auch noch das Museum of Pop Culture und ihr habt noch mehrere Ausstellungen, andere Center und alles Mögliche. Also hier kann man auf jeden Fall auch ein bisschen so die Zeit verbringen. Wir sind jetzt nirgendwo reingegangen, weil überall gab es nur Tickets ab $30 und es ist uns einfach zu teuer dafür, dass es uns halt auch nicht wirklich interessiert. Trotzdem können wir sagen, dass der Park hier drumherum relativ grün ist und es auch so schön ist, einfach hier lang zu laufen, ein bisschen spazieren zu gehen, sich ins Gras zu setzen und vielleicht hier einen kleinen Snack mitzunehmen und hier einfach ein bisschen die Zeit zu verbringen. An sich ist es schön, aber wie Nadja gerade gesagt hat, doch relativ teuer, wenn man reingehen möchte. Seattle ist ja auch bekannt für die wunderschöne Skyline und den besten Blick auf die Skyline habt ihr hier vom Cary Park. Und das Beste daran ist, es ist komplett kostenfrei. Wir haben uns auch vorhin am Markt ein Baguette gekauft und wir haben ja noch unsere Olivenpaste und das alles werden wir uns jetzt schmecken lassen. Wir suchen uns jetzt einen Spot in der Sonne mit dem besten Blick auf die Skyline.
Wir haben jetzt hier unser Picknick aufgeschlagen und lassen uns unsere Snacks schmecken. Die Aussicht auf die Skyline hier hinter uns ist auf jeden Fall schon richtig, richtig gut. Jedoch sind noch im Hintergrund so ein paar Wolken und die hängen genau bei einem Berg, und zwar bei Mount Rainier. Das ist das Zeichen bzw. so das Wappen von Washington, dem Bundesstaat, wo wir hier gerade sind. Und wir hoffen, dass die Wolken noch wegziehen, sodass wir quasi die Skyline und den Berg dann noch haben, und das wäre das perfekte Foto. Mal gucken, ob wir es heute bekommen. In den nächsten Tagen wird es leider etwas bewölkt sein. Von daher hoffen wir, dass wir heute noch diese Sicht dann auf den Berg und die Skyline haben. Aber an sich lassen wir jetzt hier uns noch unseren Snack schmecken und dann schauen wir mal, ob wir noch das perfekte Foto hier hinbekommen. Wie ihr seht, wir haben hier einen richtig schönen Blick, aber leider nicht auf den Berg, sondern nur auf die Skyline, aber trotzdem auch der Blick ist schon richtig, richtig schön. Das finden auch andere, also wir sind hier definitiv gerade nicht alleine, aber es ist wirklich richtig, richtig toll und es ist kostenlos. Von daher nehmt den Spot auf jeden Fall mit, wenn ihr hier in Seattle seid. Wir sind jetzt hier zum Abschluss unseres Videos nochmal zum Gasworks Park gefahren. Auch nochmal ein total schöner grüner Park mit einer Gasstation, wie der Name halt schon sagt, hier, die jetzt aber nicht mehr läuft, sondern halt stillgelegt ist. Der Park ist wirklich richtig schön, weil ihr nochmal einen totalen tollen Blick auf die Skyline von hier habt. Seattle hat uns wirklich richtig gut gefallen. Es ist eine sehr lebenswerte Stadt, eine sehr grüne Stadt auch vor allem. Und man kann hier viele Aktivitäten machen, die entweder sehr viel kosten, oder ihr macht so wie wir und nehmt einfach die günstigen Aktivitäten mit, die wenig kosten oder halt gar nichts. Wenn ihr so eine Sightseeing-Tour geplant habt wie wir, dann würden wir euch empfehlen, mindestens 2 Tage hier in Seattle zu sein. Wenn ihr aber noch weitere Aktivitäten, wie zum Beispiel Wandern beim Mount Rainier oder aber auch die Besichtigung von einigen Wasserfällen hier in der Region geplant habt, dann würden wir schon empfehlen, hier bis zu einer Woche in Seattle zu bleiben. Zu unserem Seattle-Trip werden wir auch noch einen ganzen Blogbeitrag machen. Da packen wir euch dann nochmal alle Details rein, was wir uns angeguckt haben, wo ihr die Sachen findet. Also schaut mal da auf unserem Blog vorbei. Den Blogbeitrag werden wir euch auch unten in der Infobox verlinken. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert unseren Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und für uns geht es jetzt Richtung Norden weiter, Richtung Kanada. Und dann sehen wir euch von dort wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.